über die 15 Kilometer zu gewinnen. Aber, hat sie gesagt, ich habe ja noch ein nächstes Jahr, da greife ich erneut an und vor allen Dingen heute im Sprint. Da wurde sie Weltmeisterin gleich beim ersten WM-Start, ähnlich wie Magdalena Neuner. Und der von Kathi Wilhelm war 2001 in Pokljuka. Ja, klasse Serie, gute Zeit im Bereich von Wang Chun-Li. Und ein bisschen schneller sogar. Schneller als die sehr, sehr schnelle Chinesin. Die ja auch über die 15 Kilometer schon wieder die drittschnellste Zeit hingelegt hat. Und die und überwinden, bis der Schuss sich löst. Und das ist Martina Beck. Ja, auch sie mit klasse Serie. Ihre Formkurve zeigte zuletzt ein kleines bisschen nach unten. Hat ja schon zweimal gewonnen in diesem Winter, jeweils Verfolgungsrennen. Und das ist Magdalena Neuner. Und deren Zeit ist richtig gut. Nochmal ein Ticken schneller als die von Kathi Wilhelm. Und liegen schießen kann sie. Schnell und sicher. Oh ja, das sitzt, passt und da war überhaupt keine Luft. Und das könnte die neue Spitzenreiterin werden. Kleine Überraschung, Martina Beck sogar einen Hauch schneller als Kathi Wilhelm. Das Material der deutschen Damen hier, das ist wunderbar präpariert. Da haben sie schon nach dem 15-Kilometer-Rennen mehrere Male auf- und bergab gehen, die Kurven haben, die technisch anspruchsvoll sind, die kaum einmal Gelegenheit bieten, sich auszuruhen. Beim Schießen ist diese Gelegenheit natürlich schon gar nicht da. Dieser letzte vermaledeite Schuss. Sonst wäre die Wiedergutmachung komplett gelungen. Ein Fehler von 10 Schüssen ist nicht viel, aber angesichts der Leistungsstärke und der Ausgeglichenheit heute könnte das schon der eine zu viel gewesen sein. Jetzt also einmal 150 Meter Straf. Blitzschnell so ein Sprint und wir schauen auf Magdalena Neuner. Die jetzt schon die 30 Sekunden auf Martina Beck aufgeholt hat. Beide schießen sie parallel. Vorteil Martina Beck, die etwas schneller schießt. Null Fehler Beck, keine Überraschung. Ein Fehler Magdalena Neuner, das ist sehr, sehr gut, denn sie ist die bessere Läuferin, muss jetzt einmal in die Runde. Und damit werden sie in etwa zeitgleich unterwegs sein. Martina Beck kann direkt weiter und wird die neue Spitzenreiterin. Unterbietet die Zeit von tolle Form aus dem Herbst, als sie viermal deutsche Meisterin auf Skirollern wurde, mit in den Winter hineingerettet hat und jetzt zum Ende der Saison immer noch hat. Wieder eine sehr, sehr gute Schießanlage von Simone Hauswald, die sich riesig gefreut hat. Auch darüber, dass sie nach den 15 Kilometern eine glatte Null stehen hatte. Zum ersten Mal in ihrer Karriere, hat sie gesagt, hat sie alle 20 Schüsse in einem 15-Kilometer-Rennen ins schwarze Neuner. Aber erst einmal Ehre, wem Ehre gebührt. Wieder ein klasse Rennen. Schade drum, der eine Fehler beim Stehenschießen. Dennoch Spitzenreiterin Kathi Wilhelm. Das wird wieder eine ganze Menge Weltcup-Punkte bringen. Das heißt, sie bleibt ganz vorn dabei im Kampf um das gelbe Trikot. Momentan deutlich die Führung vorher. Und es ist schon erstaunlich, wie gut sie momentan drauf ist in der Spur. Wo sie diese Laufform wieder hernimmt. 22 Sekunden der Vorsprung. Und hinter ihr gleich Martina Beck unterwegs. Und das wird dann wieder die Dreifachführung, wie schon nach dem zweiten Schießen. Und die Stimmung, die Harmonie im deutschen Team, die ist momentan zufrieden. Und sie war die Siegerin in jenem Rennen. Simone Hauswald, schade drum jetzt auch mit einem Fehler, genau wie Magdalena Neuner und Kathi Wilhelm beim Stehenschießen. Die Zeit war gut, aber jetzt kommt nochmal die Strafrunde dazu, also nochmal Runde 25 Sekunden. Hier für Pauline Maccabees.
und Andrea Hinkel. Toller, schneller Wechsel der Ereignisse. Und auch sie hat sich noch mal richtig aufgerappelt hier nach der kleinen Erholung. Sehr, sehr gut, fehlerfrei. Weltmeisterin auf dieser Strecke im vergangenen Jahr, 2008 in Östersund. Ja, das ist einfach großartig. Das hat sie klasse gemacht. Vor diesem letzten Schuss noch mal eine Sekunde gewartet, gezögert. Das Auge noch mal kurz beruhigt und dann doch getroffen. Und sie ist jetzt im Bereich von Olga Zaitseva und Tura Berger. Ebenfalls null Fehler. Zuletzt fünfte über 15 Kilometer mit erneut steigender Formkurve, was das Läuferische anbelangt. Viereinhalb mit einem Kanadier verheiratet, der hier aus Vancouver kommt und gleichzeitig Wachstechniker des kanadischen Teams ist. Helena Jonsson. Eine der wenigen, die in der Mitte beginnt mit dem Schießen. Und klasse. Auch sie eine Klasse-Schützin. Staffan Eklund gibt es durch auf die Strecke zu Wolfgang Pichler. Helena Jonsson, auch sie eine der großen Gewinnerinnen der Weltmeisterschaften. Holte sich dort Gold in der Verfolgung, Silber mit der Mixstaffel und Bronze im Massenstart. Und hier Rang 4 mit nur 8 Sekunden Rückstand auf die hier führende Magdalena Neuner. Nach dem ersten. Seite hier hinter Kusmina. Schert sie nochmal aus? Nein, das schafft sie nicht. Und sie schafft auch die Zeiten der zweiten und dritten nicht. Aber nur 3,9 Sekunden zwischen den ersten Vieren. Ein unglaubliches Rennen. Und Helena Jonsson zum zweiten Mal beim Schießen. Muss jetzt Gas geben. Wenn sie schnell schießt und alles trifft, ist sie vorn dabei. Ja, ganz klasse Schießleistung. Heute wieder mal null. Über die 15 Kilometer hat sie schwächer geschossen. Da übrigens ihre jüngere Schwester Jenny. Die einzige, die neben Simone Hauswald alle 20 Schüsse ins Schwarze brachte. Und jetzt greift Helena Jonsson noch mal an. Im Bereich von Zaitseva auch sie null Fehler, wie Andrea Hinkel. Und hier vorne schaut ohnmächtig, ohne dass sie noch eingreifen kann. Mit ihrer Cousine, die ist Mama geworden. Jede wollte mal das Kind schaukeln. Und ob sie es auch heute schaukelt, das Kind und ihren dritten Sieg einfährt, das entscheidet momentan Helena Jonsson. Hat sich sehr verbessert, auch ihn erinnern wir uns. Und hier kommt Helena Jonsson mit großen Schritten. 19, 36, 37. Und auch das wird wieder eine Millimeter, eine hauchdünne Entscheidung. Und sie könnte das bessere Ende für sich behalten. Sie schafft es 0,7 Sekunden schneller als Magdalena Neuner. Ein Hammer. Und schön, wenn man sich trotzdem freuen kann, auch wenn man gerade den ersten Platz verloren hat. Ein absoluter Hammer. Dieser heutige Sprintwettbewerb, schöner und spannender, hätte man es nicht inszenieren können. Helena Jonsson mit einer tollen läuferischen Leistung. Insgesamt natürlich langsamer in der Spur als Magdalena Neuner. Aber in der Gesamtleistung halt null Fehler geschossen. Und die entscheidenden Zehntel auf den letzten Metern rausgeholt. Klasse Vorstellung der 24-Jährigen, der dreimaligen Medaillengewinnerin von Pyeongchang bei den Weltmeisterschaften. Seit Sommer 2007 im Fördersystem des schwedischen Olympischen Komitees. Sollte ganz groß in Form auflaufen, erst im nächsten Jahr bei den Olympischen Spielen. Aber sie ist schon viel, viel früher richtig gut. Und hier die Gratulantin Magdalena Neuner. Donnerwetter, schon der dritte Erfolg in diesem Winter für Helena Jonsson zum Auftakt in Östersund. Neuner und das nochmal das Ganze. Schwarz auf Grau. Die Schwedin also gewinnt und ist jetzt auch im gelben Trikot unterwegs. Magdalena Neuner hauchdünn geschlagen auf Rang 2. Dann Olga Zaitseva und wieder Fünfte, wie schon über die 15 Kilometer, Andrea Hinkel. Dann Achte, Kati Wilhelm. Die Deutschen heute wieder sehr, sehr ausgeglichen in der Mannschaftsleistung. Simone Hauswald und Martina Beck dicht beieinander auf den Rängen 12 und 13. Nur Juliane Döll sehen wir hier nicht mehr.
mit ihren drei Fehlern heute nicht ganz so weit.